Herzlich willkommen, Herr Stefan, entdeckt die Welt. Herzlich willkommen aus Nordthailand. Herzlich willkommen aus Chiang Mai. Ich sitze hier in einem Minibus unterwegs mit der ganzen Filmcrew. Der Neufahrt ist so nett. Der lässt mich heute zusehen. Die drehen heute. Neben mir sitzt der Star des Ganzen. Der Ben sitzt neben mir. Und ja, wir machen heute Drehtag in Chiang Mai für ein Deadlift. Es ist keine reine Dokumentation, es ist aber auch keine Fiktion. Was ist es? Also ich nenne das spaßeshalber eine Fake Fiction. Wir kennen ja Fake News. Ja. Fiction ist Spielfilm. Ja. Und wir machen also einen gefakten Spielfilm. Okay. Weil ich noch nicht weiß, welche Ebene sozusagen die Führung übernimmt. Ist es das Dokumentarische oder sind es die Szenen, die wir zusätzlich entwickeln? Weil es geht um ein Ladyboy im Band. Wir hatten das ja im letzten Interview schon. Genau, ich blende euch das oben auch nochmal ein, das Interview, damit ihr vielleicht ein bisschen gucken könnt. Ja. So, der wisst, oder was ist heute. Wir haben mit ihm bereits in Miss Tiffany Universe mit ihr in Nataya gedreht. Da war, die helfen uns alle, unterstützen uns alle. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Adam's Apple. Das ist so eine Art Ladyboy-Bar. Mhm. Hobo-Bar vielleicht sogar. Und da probt Benz den Song von Miss Tiffany, den sie gesungen hat, als sie Miss Tiffany World wurde. Okay. Und er muss jetzt das Lippensynchron nachmachen. Mhm. Und dann wird am Freitag, also morgen, mit einer ganzen Gruppe, mit anderen Ladyboys, muss er dann seinen großen Auftritt haben. Also wir haben gestern ein Kostüm gedreht, schön, und waren in Bangkok, haben wir sein altes Leben, und jetzt sind wir gleich bei Adam's Apple. Und da proben wir jetzt mit der Lehrerin, dass er richtig Englisch spricht, weil sein Englisch ist natürlich nicht so perfekt, dass es für einen synchronisierten Film ausreicht. Das Okay. Proben wir jetzt gleich auf der Probe. Prima. So, also, jetzt wisst ihr, was es geht. Filmdreh Chiang Mai. Was eine Chance, Detlef, vielen Dank. Ist auch nicht selbstverständlich, dass ich da mal so eben einfach mitfilmen darf. Und ich glaube, das wird spannend. Bleibt unbedingt dran. So, wir sind angekommen an dem Dreh und der Adamsapfel. Seine Bar. Ja. Und hier gibt es eine kleine Bühne. Und für mich natürlich ganz spannend zu sehen, was bauen die jetzt hier alles für Equipment auf. Das ist ja unglaublich. Ich habe immer gedacht, ich schleppe viel Gerödel mit mir rum. Guck mal, was hier an Licht schon steht. Und der Detlef hat mir schon gesagt, also alleine für das Equipment und für die Crew kostet ihn so ein Drehtag 1500 Euro. Da ist aber noch nicht mit drin die Hotels, die Reisen, der Bus. Der Sprit hat gerade den Bus vollgetankt. Unglaublich. Ein unglaublicher Aufwand, den er da betreibt. Mit vielem persönlichen Engagement. In der Hoffnung, dass er den Film nachher dann so weit zum Erfolg bringen kann. Dass er zumindest die Kohle wieder reinkriegt. Also das ist ja vor allen Dingen Enthusiasmus für das, was er hier tut. Und wie das ja oft ist. Ne? Also dass man, wenn man Dinge liebt, dann macht man die halt und dann packt man halt rein, was geht irgendwie, weil man es machen will, weil man es machen muss, weil man eine Passion hat. Dann, ja, ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt. Spannend, schaut mal, so sieht das aus, wenn man vernünftiges Equipment hat und vernünftiges Licht. Das, was die machen, jetzt die Einleuchtung. Das ist also nicht so ein Geknüppel wie bei mir, sondern das ist eine richtig professionelle Crew hier. เดี๋ยวเขาจะปิดตอนไหนไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเขาบอกอีกทีอ่ะใช่โอเคกำลังดีพี่ไมค์ใครเข้ากล้องกว่าสวัสดีผมก็เพิ่มเจ๋ไปสวัสดีเป็นเต็ม
Ja, was ich da auch an der Stelle erst erfahren habe, eigentlich sollte die nächste Szene hier mit dem Ben zusammen mit der Übersetzerin des Teams gedreht werden, die als Mittler zwischen dem Team und in der Regie dann da ist. Aber die hat sich krank gemeldet. So, und die ist jetzt aber in anderen Szenen schon mit drin. Und die sollte mit dem Ben hier die Aussprache üben für das Lied, was er dann in so einer Traumsequenz singt, im großen Kostüm mit Staffage und allem. Tja, sagt der Detlef, die ist aber nur nicht da. Jetzt spiele ich halt mit den Karten, die ich auf der Hand habe, dann mache ich das halt selber. Wie ich das dann nachher irgendwie in die Geschichte einbaue, das sehe ich dann am Schneidetisch. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Hauptsache, es geht weiter. The show must go on. Und das habe ich heute, also wenn ich irgendwas gelernt habe heute, dann ist es das vom Detlef. Der hat sich davon nichts aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Der ist irgendwo, sagte, wir wollen jetzt hier noch in so einem, ich kann das Wort nicht sagen, weil ich will das hier auf YouTube verorten, in so einem Kräutergeschäft. Ihr wisst, was ich meine, ja, in so einem Kräutergeschäft drehen. Die Szenen seht ihr nachher auch noch. Ja, sag ich, hast du denn da irgendwas vereinbart? Nö, aber ich war mal neulich in einem, ich habe mir angeguckt, da ist gutes Licht. Da könnten wir das gut machen, da gehen wir jetzt mal hin. Und dann haben wir einfach vor der Tür mit diesem Bus angehalten, ist der da reingestürmt. Und nach 2 Minuten hat er gewunken und dann durften wir da mit der gesamten Crew da einfallen. Die sind total freundlich empfangen worden, durften da filmen, machen und tun. Ich sage, wie hast du das denn jetzt gemacht? Oh, sag doch, ich habe einfach nett gefragt. Ne? Also das ist so cool, der ist da so positiv, der geht mit so einer positiven Grundstimmung rein. Dem kann man, glaube ich, gar nicht schlagen, wenn der dich freundlich fragt. Kann man denn nicht irgendwie, wie sieht es denn aus? Hättet ihr nicht Lust und Interesse? Dann schafft er das irgendwie, die Leute zu begeistern für das, was er davor hat und sich so gut zu verkaufen mit, Mensch, wir können euren Laden auch von innen zeigen und gar kein Problem, ihr könnt das Branding ruhig da stehen lassen. Ist doch eine super Werbung für euch. Und dann hat er das innerhalb von wenigen Minuten, schafft er das immer irgendwie, Leute so weit zu kriegen, dass er seinen Drehort hat. Und der totalen Respekt dafür. Super gemacht. Ja, dann Seppe. Und wir sind jetzt oben, unterm Dach. Das ist das Büro vom Inhaber und da ist die Umkleide, die, wie sagt man denn da professionell zu? Ich weiß es gerade nicht. Naja, und da ist jetzt die nächste Szene, finde ich, hier statt. Da macht der Protagonist sich jetzt fertig, darf sich ein Kleid aussuchen. Und das ist dann im Prinzip der zweite Drehort heute schon. Und jetzt gehen wir mal hier rüber in die Garderobe. Das ist die Filmcrew. Total nett, alle gerade schon meinen Kanal abonniert. Ja, und hier sind die schicken Fummel. Bling, bling. Jede Menge Perücken und Federn. Guckt euch das an. Strass und Steinchen. Ja. So, ich bin gespannt auf die nächste Szene. Mach aber jetzt hier die Kamera aus, weil die macht immer piep, 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 wenn man sie an- und ausmacht. Und dann haben die ja den Ton mit im Film meiner Kamera. Das soll natürlich nicht so sein. Jetzt wird noch geprüft bei allen, ob der Ton stimmt, ob die Mikros noch da sind, wo sie hingehören oder ob sie wieder weg müssen. Nee, wir drehen jetzt nicht, wie er das rausschaut. Ja. Das kannst du drehen. Ja. Wir haben schon so oft Kostüm anziehen. Ja. Das ist einfach zu viel. Ja. Wir zeigen, wie er mit dem Kostüm kommt. Das Kostüm, was ihr dann auch für die nächsten Szenen für braucht. Die Szene mit der Food-Karte. Und was ich schön finde, dass er sich das Kostüm aussuchen kann. Du gibst nichts vor, er soll das nehmen, was ihm gefällt. Ne? Ja. Also wir hatten bei einer bei der Auftrittsszene, ja. Da wollte er ganz elegant sein. Ja. Da war ein Kostümverleih, weil hier hat er nichts gefunden. Ja. Und dann hat er zuerst so ein schwarzes gehabt, aber schwarz saugt das ganze Licht weg. Mhm. Und es sah auch so traurig aus. Ja. Und dann haben wir wirklich das Eleganteste vom Eleganten gefunden. Und soll ich es nochmal erzählen? Nee, alles gut. Er hat das Eleganteste vom Eleganten gefunden und er ist aber ein bisschen zu korpulent. Und ja. Mussten sie das über Nacht alles breiter machen. Ja.
Und jetzt fühlt er sich auch sehr wohl in dem Auftrittskostüm. Ja, ich glaube, das ist auch einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt. Ne? Ja, sonst kann man auch nicht authentisch sein. Ja, natürlich. Also wenn du denkst, ein Regisseur, der muss alles vorgeben wie in Hollywood oder so, das ist hier nicht möglich. Ja. Aber er ist Profi genug. Er ist wirklich professionell, das, was er macht. Ja. Ist wirklich, er versteht sofort. Ja. Er weiß, was ich sehe. Also es wirkt auf jeden Fall sehr authentisch. Und ich glaube, das ist das, worum es ja auch geht. Richtig. Es geht ja um ihn, es geht ja um den Ben. In all seinen Facetten, auch in den vorherigen Teilen. Und da jetzt irgendwas aufgesetzt ist, das würde ja gar nicht zum Thema passen. Ja. Ich bin ungern selber im Bild. Ja, das kann ich verstehen. Weil die Übersetzerin heute krank geworden ist, muss sie ungern dieses Lernen mit ihm machen. Habe ich nicht zur Verfügung gestellt. Ich weiß noch nicht, was der Produzent mir bezahlt, aber wie ich den kenne, 10 Watt. Genial heißt das. 15 Watt. Genial. Kaffee, dieser Produzent. Ja. Oh mein Gott. So, lass mal sehen, was Ben bringt. Das Team war nicht nur unheimlich nett, der Detlef sowieso, die haben mir auch noch jede Menge Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Die haben mir noch zum Beispiel vom Tag davor, da haben sie in der Hotellobby gedreht, eben in diesem eleganten Kostüm, über das der Detlef gerade gesprochen hat, und deswegen zeige ich euch die Aufnahmen hier, haben sie da auch gedreht, und ja, die haben schon im Tiffany in gedreht, und also das wird ein Riesenprojekt, dieser Film, und ja, ich bin ein klitzekleiner Teil davon und da freue ich mich drüber wie ein kleines Kind. Action! Yes. Okay. Okay, I go inside. So, die nächste Szene, die soll in dem... Kann ich das Wort jetzt sagen oder das YouTube mich zumacht? In dem Kräutergeschäft gemacht werden? So. Das wird jetzt aber spontan entschieden. Mit anderen Worten, der Detlef hat das überhaupt noch nicht festgemacht. Der geht jetzt da rein und fragt. Der kennt den Laden, er sagt, ich habe mir verschiedene angeguckt. Wo habe ich genug Licht, genug Platz? Ja, er hat da wirklich ein Vertrauen. Er sagt, das kriegen wir schon hin. Ne? Und die Pizzeria, wo nachher eine Szene gedreht werden soll, die wissen zwar, dass wir kommen, aber dass wir da drehen wollen, wissen die auch noch nicht. Aber auch das, sagt er, das wird schon. Und wenn nicht, kriegen wir das schon irgendwie hin. Also der Detlef hat unheimlich viel Erfahrung hier in Thailand. Und er sagt, aus meiner Erfahrung aus kann ich dir sagen, Stefan, das geht immer irgendwie. Thailand geht immer irgendwie. Und ja, ich bin gespannt. Was ein Tag, was ein Erlebnis. Ja, wie will ich denn sonst mal in so ein, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Kräuterfachgeschäft kommen oder in den Adamsapfel in die Schulenbar oder das ist ja alles andere Welt für mich. Total spannend, da mal reinzugucken. Und ich bin da total offen, freue mich über alles, was ich kennenlernen darf. Und ist echt schön, dass ich heute dabei sein darf. Okay, Mann? Okay. Ja. Und wenn ich schon viel Gerödel habe, guckt mal, was die Jungs hier alles mit sich rumschleppen. Deswegen haben die ja auch den ganzen Bus gemietet. Für ein Cup. Oh, ein Duft in der Luft. Das war die Cup. Oh, Mack. Guck mal, die haben auch ordentliche Papers hier. Das ist nämlich immer ein Problem in Thailand. The music? No problem?
The music is no problem, copyright problem? I can show you on YouTube, Mike and I, no problem? Yes? Das ist schnell zugekriegt, sich hier vor die Kamera zu stellen. Hast du einfach gefragt. Ja, hier habe ich vor 3 Monaten mal mit einem Freund was gekauft. Okay. Aber da erinnern die sich doch nicht dran, oder? Achso. Ja, ist gut. So. Ja, und so spielerisch das Ganze hier aussieht, bitte im Hinterkopf behalten, wir haben fast 40 Grad im Schatten und an dem Tag war fast die schlechteste Luft weltweit in Chiang Mai. Wir haben ja immer noch Burning Season hier, die Luft ist nicht wirklich gut und das merkt man schon an der Kondition. Ich zumindest habe gemerkt, dass ich ganz schön platt war. Mit dem Material, was die Crew mir zur Verfügung gestellt hat und dem, was ich selber gedreht habe, hätte ich, glaube ich, einen abendfüllenden Spielfilm machen können. Das will ich natürlich nicht. YouTube ist eben eher das Medium der relativ kurzen Filme. Ich möchte mich aber an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich beim Detlef und seinem gesamten Team bedanken. Die waren so nett. Die haben mich als völligen Laien da so nett in ihr Team aufgenommen. Ich durfte mit aufs Teambild am Ende vom Tag und wir hatten wirklich einen schönen Tag und ich habe unglaublich viel gelernt heute. Gar nicht mal die technische Seite, gar nicht mal, was das Filmen an sich angeht, weil ich da vielleicht auch zu blöd bin, um die Feinheiten rauszusehen. Aber was ich heute gelernt habe, ist diese geniale Gelassenheit, die der Detlef F. Neufert hat. Das ist so toll, mit welcher Ruhe der da dran geht. Und dann wird es halt nochmal erklärt und nochmal gemacht und dann wird es halt nochmal probiert. Und dann drehen wir die Szene nochmal aus dem Blickwinkel und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir halt was anderes. Also Detlef, meinen totalen Respekt für deine Arbeit und ich bin so gespannt auf das Endergebnis, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann scheint euch das ja wirklich auch zu interessieren und dann bitte ich euch, schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr natürlich die Links zu Detlefs Homepage, zu den Filmen, die bis jetzt gemacht hat, auch zu diesen Vorgängerfilm zu denen hier, denn das hier ist ja im Prinzip der dritte Teil über den Protagonisten. Es geht um die Kinder der Himmelswiese und wie sich die ganze Geschichte entwickelt hat in Bangerda. Bangerda ist der Platz, an dem der Protagonist hier groß geworden ist. Wie sagt man denn dazu? Ein Kinderheim? Nein, das wäre falsch. Ein Heim für AIDS-Waisen und wie hat sich das entwickelt und wie ist überhaupt die Entwicklung hier in Thailand zu diesem ganzen Thema HIV. Thailand war eins der ersten Länder, was HIV-Medikamente kostenlos abgegeben hat an die Bevölkerung. Total spannend. Und dass der Detlef über Jahre, über Jahrzehnte an diesem Thema dranbleibt und hier an der Geschichte von ihm dranbleibt und das versucht, in Bilder zu fassen und für uns alle deutlich zu machen und darzustellen und das in eine packende Geschichte, in eine fesselnde Geschichte zu packen. Dafür danke ich ihm. Das finde ich toll.
Das finde ich großartig, weil solche Geschichten müssen erzählt werden, weil das sind positive Geschichten. Das bringt uns, glaube ich, alle ein Stückchen weiter. Denn das, was im Moment an Schwarzmalerei auf dieser Welt ist und alles ist ganz schrecklich, bringt uns einfach nicht weiter. Aber wenn man jetzt mal schaut, über Jahrzehnte hier, schaut mal hier, der hat es geschafft. Der ist immer noch da. Der ist immer noch da, obwohl so eine schwierige Kindheit da war. Und ja, die Welt dreht sich weiter. Die Welt dreht sich weiter und die Lebensgeschichten der Menschen gehen weiter. Und Detlef, danke. Ihr macht's gut, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Video. Tschüss.